December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Ach, jetzt spielen wir die Kurze, die Molly. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Irgendwie ist das leicht unheimlich hier. Goldfisch! Mal kurz den Goldfisch auffressen. Unverarbeitete Fischstäbchen. I kept eating and eating. Die hat ernsthaft Zahnpasta gefressen? Ugh. Yummy. Pfui, Deibel. I ate a lot of things that night. Ja, Vogelbeeren, alles wegfressen. Ich glaube, die ist gestorben, weil sie sich überfressen hat. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Och nö, da ist eine Kette vor. Kann man es da nicht durchquetschen? Ach, wir sind... Ich bin eine Katze. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Ich bin eine... Wo ist der blöde Vogel? Ich bin eine goddamn Katze. Ich bin eine Katze, ich bin eine. The babies were all gone. Oh. Wo ist der blöde Vogel? Ich kriege dich. Ich hoffe, du weißt. Ah, okay, da ist der Vogel. Wieder Vogel ist da oben. Aber ich krieg dich. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Wo ist denn der Vogel? Ich bin eine Miezekatze. Ah. Komm her. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Ja, wir sind Miezekatze. Komm her, Vögelchen. I gobbled her up. Oh! Ich glaube, die Katze ist gerade abgestürzt. I was an owl. Es war eine Eule. Then I heard teeth nibbling in the grass. Ich bin eine Eule, ich bin eine Eule. Rabbits. Ein Kaninchen. Da schnappen wir uns. Komm her. Ich habe ein Kaninchen. Imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Gott, das Spiel ist krank. I flew off to find something bigger. Was Größeres. Ja. Das Spiel ist weird. A mama rabbit. Ein was? Schnapp's dir! Oh, zweiten Hasen. It was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating.
suddenly I was a shark. Was? Plötzlich warst du ein Hai? Goddammit! Dieses Kind hat eine sehr kranke Fantasie. Gott, was ist das für ein Spiel? Ich kann dieses Spiel nicht ernst nehmen. I rolled off a cliff and into the ocean. Aha. Now I was hungrier than ever. Ba-dan-da-dan-da-dan-da-dan-da-dan-da-dan-da-dan-da-dan. Da ist die Robbe. Ham. I tore off her flipper and it tasted really good. Habe ich erwähnt, dass dieses Spiel verdammt krank ist? Oh ja, Blut. Grabbed on tight. Oh, I was so hungry. Und plötzlich. When I opened my eyes, everything had changed. Was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt Kraken? Aha, du warst also ein Monster. Du bist ein Kraken. Oder ist sie eine Schlange? Ich glaube, ich bin eine Schlange. Was zur Hölle bin ich? Ich glaube, ich bin ein Kraken. Gott, dieses Spiel ist krank. Ja. Okay, Klein Molly ist krank. Schwamm ich in seine Richtung, bin ich jetzt Moby Dick? I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Ich weiß immer noch nicht, was ich bin. Oh, ich glaube, ich bin jetzt im Haus. I got closer and closer. Oh, oh. Ich glaube, das hier ist ein Kreislauf. Aber nett gemacht. Bin ich jetzt eine Schlange? Oder ein Oktopode?
my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to. This is fucking creepy. Was? Sie will selber lecker sein? Gott, die Frau hat sich zu Tode gefressen. Aber nett gemacht. Mit diesen Mini-Stories da drin, finde ich voll geil, das Game. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ah, ja. Also die Kurze hat sich auf jeden Fall zu Tode gefuttert. Na, ich gehe. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Na, wie kommst du denn darauf? Ladezeit. Ach, eine Satellitenschüssel hatten sie auch. When we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. We got along and it was a good place to hide from my mom. Ah, ja. The room was like a museum. Odin, wer ist Odin? For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Mhm. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Johan? Wie kann man sein Kind Johan nennen? On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Der hat sein ganzes Haus auf einem Boot verschifft. Okay, das muss man auch erstmal hinkriegen. Off the coast of Washington, send the house and Odin to the bottom of the sea. Mm-hmm. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Uh-huh. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Ja, ich glaube, in dem Haus sind wir auch gerade. Okay, hier sind wir durch. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Okay, hier muss es aber irgendwo, wenn das war reingekommen. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ah ja. Sven ist also von einer Rutsche erschlagen worden. That's not really interesting. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Pfui, was ist das für ein Teppich? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Ein rosafarbenes Bade... Ugh. Ein Frosch. It was a pretty big trace. Alles fusselig. Okay, habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Aha, Medikamente. Einige Medikamente. Schlüssel! Oh, nächste Story. There's a secret in this bathroom by Sven and Eddie Finch. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Ey, wie geil ist das denn? Übelst das Rätsel aus. Hopp.
Kevin Finch, okay. Ben gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ah. Was über dieses Spiel werde ich nicht so viele Witze machen, weil das doch eine ziemlich ernste, aber auch lustige... Ja, was heißt lustig? Eine ziemlich krasse Story hat. Oh, weg damit. Muss mal durch. Fort Calvin. War er Soldat? I knew Grandpa Sam had a twin.